Aus Sicht der Liberalen ist der Wohlfahrtsstaat sozusagen ein Reparaturbetrieb. Das Eigentliche, was Liberale wollen, ist eigentlich eine starke Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft und in diesem und über die Arbeitsplätze dann eben auch Arbeitslosigkeit verhindert. Und wie wir wissen, ist Arbeitslosigkeit nach wie vor das größte Armutsrisiko im Land. Das heißt, Liberale wollen eigentlich immer lieber eine starke Wirtschaft mit vielen Arbeitsplätzen und sie sehen sozusagen den Reparaturbetrieb Wohlfahrtsstaat als problematisch an, in dem Sinne, dass er der Wirtschaft auch ein bisschen gefährlich werden kann. Wenn er Freiheit beschneidet, wenn er viel Geld umverteilt, dann geht es unter Umständen zulasten der Wirtschaft und zulasten der Arbeitsplätze. Und das ist das Problem, das die Liberalen mit dem Wohlfahrtsstaat haben. Ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, sie wünschen sich einen Sozialstaat, der zielgenau ist, der sozusagen den Markt nicht beschädigt, der nicht zu viel umverteilt, der die Leistungsanreize nicht beschädigt. Sie wünschen sich also einen eher schlanken Sozialstaat, weil sie der Meinung sind, das lässt mehr Raum, um Sicherheit über den Markt zu schaffen. Wie gesagt, die Arbeitsplätze, die über den Markt entstehen, sind diejenigen, die das Armutsrisiko am besten verhindern. Aus meiner Sicht nein, um es ganz klar zu sagen. Ich halte das bedingungslose Grundeinkommen für ein wirklich gefährliches Konzept, weil es Dinge verspricht, die es nicht erfüllen kann. Und zwar glaube ich, dass es in sehr starkem Maße den Leistungsanreiz mindert und dazu verführt, dass sich eben doch mehr Menschen darauf auch ein Stück ausruhen, sich vielleicht nicht weiter fortbilden, nicht ausbilden, sich nicht anstrengen, weil sie wissen, da ist ja dieses Grundeinkommen. Und ich finde, es ist ganz oft auch eine Mogelpackung. Ich habe mir ein paar von diesen Modellen auch angeschaut. Meistens ist es gar kein Grundeinkommen, sondern sie zielen darauf, ein bisschen mehr schon zu geben. Also in der Schweiz waren das über 2000 Euro umgerechnet. Als da im letzten Frühjahr abgestimmt wurde über ein Grundeinkommen, hatte man eben tatsächlich diese Summe für einen Alleinstehenden im Sinn. Ich glaube, das führt in eine Gesellschaft, die sich nicht mehr genug anstrengt, die den Wert der Arbeit nicht mehr genügend schätzt. Und ich halte das für ein gefährliches Modell.